Beste Stimmung beim 50. ÖVP-Jugendball in Rohrbach bei Mattersburg. Traditionellerweise fand am 5. Jänner der Jugendball der jungen ÖVP Rohrbach im Café Maria Horning statt. Hermine Landl, die Obfrau der JVP Rohrbach, begrüßte gemeinsam mit JVP-Landesobmann, Landtagsabgeordneten Patrick Fasekasch, die zahlreich erschienenen Gäste. Nach dem Einmarsch der älteren Jugend wurde der Ball durch die gelungene Polonaise der Rohrbacher Jugend eröffnet. Danach wurde die Tanzfläche mit den klassischen Worten »Alles Walzer für alle« freigegeben. Die Band Sound of Silence heizte dem Publikum ein und sorgte für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Auch die Tombola war sehr gut mit Preisen bestückt und der Lospreis hielt sich mit 2 Euro auch in Grenzen. Werte Fahrgäste,
Ich darf Sie recht herzlich zum 50. Jugendball der JVB Rohrbach begrüßen. Es freut mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und mit uns dieses besondere Jubiläum feiern. Wir feiern heuer nicht nur 50 Jahre Jugendball, sondern auch 50 Jahre JVB Rohrbach. Aus diesem Grund werden noch weitere Festveranstaltungen folgen. Die Party geht also weiter. Jetzt freue ich mich wieder, hier sein zu dürfen, hier in Rohrbach. Es ist ja mittlerweile eine schöne Tradition, den Abend des 5. Jänners in Rohrbach zu verbringen. Ein fixer Termin in meinem Kalender. Danke, liebe Hermine, für deine Einladung. Ich möchte das noch sehr junge Jahr 2018 auch zum Anlass nehmen, Ihnen, meine geschätzten Damen und Herren, alles Gute zu wünschen und viel Gesundheit, viel Freude, viel Erfolg Ihnen, Ihren Familien, Ihren Freunden für dieses kommende Jahr 2018. Die Hermine hat schon gesagt, der Jugendball in Rohrbach hat eine lange Tradition. Heuer feiern wir ein Jubiläum, 50 Jahre Jugendball, 50 Jahre junge ÖVP in Rohrbach, und das ist schon was ganz Besonderes. In diesen 50 Jahren hat sich viel getan, es hat sich viel geändert, viel gewandelt. Zwei Dinge, die gleich geblieben sind oder ähnlich sind, sind zum einen, dass man im Jahr 1969, damals wie der erste Ball organisiert wurde, so wie heute, einen Bundeskanzler gehabt haben, den die ÖVP stellte, damals Josef Klaus, heute Sebastian Kurz, einer aus der jungen ÖVP, auf den wir besonders stolz sind. Und zum Zweiten wurde seit damals Jahr für Jahr 50 Mal hintereinander, heuer zum 50. Mal, der Jugendball der jungen ÖVP Rohrbach organisiert. Und damit das möglich ist, damit diese Beständigkeit möglich ist, braucht es vor allem eines, nämlich fleißige Hände, ehrenamtliche Hände, die sich einsetzen, die so einen Ball wie heute organisieren. Und so war es damals Johann Weiß, der diesen Ball initiierte, den Grundstein für diesen Ball gelegt hat. Und so ist es heute die Hermine Landl an der Spitze der jungen ÖVP mit ihrem Team, die diesen Ball organisiert und die sich für die Jugend in Rohrbach einsetzt. Für dieses ehrenamtliche Engagement, liebe Hermine, darf ich dir an der Spitze und deinem Team ein großes Dankeschön aussprechen. Euer ehrenamtliches Handeln ist alles andere als selbstverständlich. Dankeschön für diesen Einsatz. In diesem Sinne, meine geschätzten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame, lustige Ballnacht und darf hiermit den 50. Jugendball der jungen ÖVP Rohrbach eröffnet erklären. Dankeschön.